Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Wir sind unterwegs nach Berlin, was eigentlich jetzt kein großes Problem ist, selbst mit einem E-Auto nicht, wenn wir mit dem Kona fahren würden. Da waren wir nämlich schon mal und dann sind wir von uns nach Berlin, das sind glaube 430 Kilometer, sind wir auf einen Ruchsraufen gefahren. Wir hätten nicht nachladen müssen, haben zwar nachgeladen, weil wir dann mal bei so einem goldenen M raus sind und da war zufälligerweise eine Ladestation und zufälligerweise war sie frei und zufälligerweise ist sie auch gegangen. Dann haben wir halt 20 Minuten aufgeladen und dann sind wir wieder weitergefahren. Hätten wir aber nicht müssen, weil das Auto einfach auf einen Ruck rauf fährt. Anders ist es mit dem da. Das ist der Soul, der hat ja die 30er Batterie drin. Der hat jetzt momentan eine Reichweite von 228 Kilometer und wir fahren jetzt nach Berlin. So. Und mit einem großen Auto, mit einem Ioniq 5 und mit einem Tesla und keine Ahnung, kann es ja jeder. Aber das Auto hat zwei Probleme. Ein Problem ist die Reichweite. Und das zweite Problem, und das ist meines Erachtens noch ein viel größeres Problem, er hat Schademo. Er hat kein CCS. Und das war schon eine Herausforderung. Ich habe mir nämlich ein modernes Navi. Wo ist es jetzt hin? Mein Ausdruck? Ach da, okay. Genau, das zeigen wir bloß mal kurz in die Kamera. Genau, das ist mein modernes Navi. Das habe ich ausgedruckt und vorher schon festgelegt, wo wir laden. Das Problem ist, wenn der Schademo da nicht geht, haben wir ein Problem. Deswegen habe ich meine Frau dabei, mein Kamerakind ist wieder da. Und die muss halt dann gut schieben. Gell? Und das ist oft das Problem, weil so ein Ladepark hat dann 4, 5, 6, 7 CCS-Lader dann dort, aber meistens nur einen Schademo. Und wenn dieser Schademo vielleicht dann sogar noch belegt ist von einem, der CCS ladet und sich keine Gedanken darüber macht, dass da vielleicht ein Schademo herkommen könnte und da auch laden muss, dann muss man warten. Und wenn das nicht geht, kann man auch nicht ausweichen auf einen anderen und sagen, ja, dann nehmen wir es halt den daneben oder den daneben nochmal, weil es gibt ja bloß einen mit Schademo. Das heißt, das ist für mich nochmal ein Test, ist das Auto noch zeitgemäß? Ich denke nicht. Wir werden das Auto wahrscheinlich, also ziemlich wahrscheinlich in einem Jahr, werden wir das Auto zurückgeben, weil wir uns unterhalten haben, gell? Und dann sind wir im Endeffekt zum Schluss gekommen, dass wir das Auto wegen dem Schademo nicht behalten werden, weil es nicht zukunftssicher ist. Ja, ich werde mich immer wieder mal melden. Ich werde mich dann, glaube ich, das nächste Mal melden, wenn wir entweder auf der Autobahn sind oder wenn wir zum ersten Ladestopp kommen, was 140 Kilometer ungefähr ist. Und ich möchte nämlich noch ein bisschen eine Reserve haben, dass wir notfalls wirklich weiterfahren können zum anderen Ladepunkt. Und wir nehmen euch einfach mit auf die Reise. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Olli. So, jetzt sind wir auf der Autobahn, sind zwar schon 52 Minuten unterwegs, aber ja, haben uns ein bisschen was an Reichweite gespart und an Strecke, weil sonst hätten wir über Nürnberg so die Angel fahren müssen oder über Sulzbach. Und so sind wir eine schöne Motorradstrecke gefahren, die wir so auch immer fahren. Und ja, jetzt sind wir auf der Autobahn, mal schauen, sollen angeblich jetzt noch irgendwie so um die fast 100 Kilometer sein bis zur ersten Ladestation. Und da werden wir euch wieder mit. Erster Ladepunkt, ein bisschen eher als gedacht, weil wir noch mehr Reichweite gehabt haben als gedacht, aber dazu später mehr. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Da haben wir Schademo, der Wind wird ein wenig winden.
Kann natürlich sein, dass es mit der Karte nicht geht. Man hört, dass er schaltet und schaltet und schaltet, aber er ladet nicht. Eingesteckt ist, laden tut er auch nicht. Mein Gott, nein. Gute Fahrt, ja. Gute Fahrt am Arsch. Erster Versuch, klappt nicht. Wir haben hier noch andere von Allego, noch andere Ladesäulen mit CCS. Das ist der einzige mit Schademo. Man hört ihn immer wieder klicken, 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 aber er ladet nicht. Und das ist wieder typisch. Da sieht man die anderen Ladepunkte noch. Die würden wahrscheinlich gehen. Ja. Und da sieht man Tesla, alles klar. Die funktionieren natürlich auch. Gut, dass wir so viel Restreichweite haben, weil wir fahren jetzt dann einfach in den nächsten. So, wir haben Gott sei Dank noch genug Prozente drin. Wir hätten hier ankommen sollen mit 16%, sind aber mit 50 angekommen. Jetzt sind wir schon wieder unterwegs. Reichweite haben wir nur 109 Kilometer. Die nächste Schademo-Ladestation soll weg sein um die 16. So, wir haben Gott sei Dank noch genug Prozente drin. Wir hätten hier ankommen sollen mit 16%, sind aber mit 50 angekommen. Jetzt sind wir schon wieder unterwegs. Reichweite haben wir nur 109 Kilometer. Die nächste Schademo-Ladestation soll weg sein um die 16. Wenn ich jetzt da mit 16% herkommen wäre, dann wäre es enger geworden, aber es war noch gegangen. Das Problem ist, dass am ersten Ladepunkt, wo man hin hätte fahren sollen, das alles schon wieder nicht geklappt hätte. Mit dem CCS wäre es gegangen, bin ich mir sicher, weil da waren zwei freie Ladestationen, das sind vier freie Ladepunkte, einer wäre auf jeden Fall gegangen. Aber mit Schademo hast du das Problem, dass du halt hier nur einen hast. Und wenn der nicht geht oder besetzt ist, hast du ein Problem. Ganz einfach. Und das haben wir jetzt. Genau das Szenario haben wir jetzt. Das wollte ich eigentlich vermeiden, zu zeigen, dass man sagt, hier, E-Mobilität in Deutschland funktioniert einwandfrei. Tut es aber nicht, weil gut, das Steckersystem mit dem Schademo hat halt nicht so hin. Aber that's life. So, neuer Versuch. Selbnitz heißt die Ausfahrt. So, schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Halten Sie die Karte davor. Karte wird überprüft. Bitte wählen Sie Schademo.
schließen Sie Ihr Fahrzeug an. Ladevorgang wird beendet. Probieren wir es einmal mit der App. Starten wir mal mit der App. Weiter reinstecken kann ich, aber sonst kommt er am Kofferraum wieder raus. Da zeigt jetzt nichts an. Okay. Schließen Sie das Fahrzeug an, drücken Sie starten. Prozent. Jetzt lädt er. Also mit der Karte mache er scheinbar nicht. Und da zeigt man hier aber auch keine Ladeleistung an, wie viel das er jetzt lädt. Weil es würde mich jetzt auch interessieren. Aber er geht hoch. Aber vielleicht zeigt das dann an, wenn er. Da kann ich jetzt auf Weiter klicken. Okay. Dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Also er ladet auf jeden Fall schon mal, das ist gut. Der Kia Soul zeigt die Ladekapazität nicht an, also das, was er jetzt gerade ladet. Aber er geht jetzt auf 46, ist er schon, also das geht eigentlich recht flott. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, was eine Kilowattstunde kostet, das werden wir dann erfahren. Ja, für 20 Minuten, ich weiß jetzt gar nicht, kann man da nochmal schauen. Jetzt haben wir schon über 200 Kilometer Reichweite, 86%. Bei 90 werden wir dann abbrechen, denke ich mal. Und der Mischschaum, der muss raus. Geht nicht. Wir sind jetzt bei 88% und bei 207 Kilometer. Wir werden jetzt abbrechen. Sie können auf Beenden drücken. Okay, auf dem Handy haben wir jetzt abgebrochen. Er ladet aber noch. Er ladet noch. Okay, abgebrochen hat er. Die Karte. Verfügbar ist er auch schon wieder. Sehr schön. Aha. Aha, abbrechen. Schauen wir, was er macht. Kriege ich den Stecker nicht raus, weil er nicht beendet, obwohl wir auf dem Handy beendet haben. Ich könnte jetzt wieder starten, also ich habe es nicht abgebrochen. Aha. Geh mal auf Starten nochmal. Müsste gehen, dass er sagt. Aha, ja, okay. Genau. Das hat er vorhin auch schon mal gemacht. So, jetzt haben wir den Stecker rausgekriegt, nachdem ich telefoniert habe. Da war jetzt ein ganz netter dran. Und jetzt wissen wir nicht, ob er das abbrechen hat können oder aber bei 94, da war nämlich irgendwas, bei 94%, glaube ich, bricht das Auto automatisch ab. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ja, jetzt können wir weiterfahren. 220 Kilometer Reichweite. Man hört im Hintergrund die Lüftung vom Akku ein bisschen blasen, aber das ist nicht schlimm. Und er hat jetzt aber auch noch gesagt,
dass er heute schon mal einen Anruf gehabt hat. Der hat auch nicht mit der Karte laden können. Da hat dann geheißen, die Meldung, Benutzer hat abgebrochen, genau wie bei uns. Aber mit der App ist dann gegangen. Und sagt er, das ist interessant, das gibt er gleich weiter. Vielleicht gibt es da allgemein ein technisches Problem. Würde mich auch nicht wundern bei den deutschen Verhältnissen mittlerweile. Aber wir können jetzt weiterfahren und jetzt schauen wir mal. Beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei, auch wenn ihr nicht wollt. So, jetzt sind wir in Leipzig. Soll ich es mit der Karte nochmal probieren oder müsstest du erst mal probieren? Nehmen wir mal den Ladestecker. Aha, okay. Oder es sind schon mal ganz andere Kabel nochmal. 100 kW. Schauen wir mal, er macht irgendwas, jawohl. Erkennen du dann auf jeden Fall einmal, jawohl. Jawohl. So, und da sieht man auch, mit wie viel er jetzt ladet. Jetzt bin ich mal gespannt, weil er müsste eigentlich können, das weiß ich gar nicht, der kann der Soul irgendwie um die 70, glaube ich, gell? Ja, 65 ist doch auch schon mal okay. Schauen wir mal, da werden wir jetzt auch wieder auf 90% oder so hochgehen, weil da haben wir nämlich ein Gasthof Goldenes M gesehen und da werden wir jetzt einen Kaffee schlürfen, nachdem wir das letzte Mal nicht 65, 64, 9, 65, einmal frei. Ja, warum nämlich gleich so? Also die letzten zwei haben jetzt passt. Also der erste war kacke, ja? Der zweite war so halbkacke und der ist jetzt einwandfrei gegangen. Also den haben wir mit der App starten können, einwandfrei, und jetzt ladet der. Wer hätte das gedacht? Wir sind gerade angekommen. Nach 436,1 Kilometer. Zweimal nachladen. Wobei ich beim ersten Mal nachladen schon gedacht habe, wir können jetzt Fuß weitergehen, weil das nicht geklappt hat. Die anderen zweimal hat es geklappt. Und beim dritten Mal hat es einwandfrei geklappt. Nennen wir es einfach so. Wir sind jetzt da, Hotel, und wir können über Nacht anstecken, das ist ganz gut. Und dann ja, werden wir uns in 4 Tagen wieder aufmachen Richtung Heimat. Dann nehmen wir euch auch wieder mit. Und würde ich jetzt mal so sagen, es hat trotzdem ganz gut hingehauen. Besser als vermutet und besser als beim ersten Mal gedacht, beim ersten Mal laden. Oder beim ersten Ladeversuch, sagen wir mal so. Da habe ich schon schwarz gesehen. Genauso, 53 Kilometer Restreichweite, 25% und 436 Kilometer sind wir gefahren. Ja, passt eigentlich. Bin begeistert und überrascht. Servus, sagt Locker, euer Volker.